Also ein Laster soll durch einen Tunnel passen. Der Tunnel ist parabelförmig. Der Tunnel ist 5 Meter breit. Und ich suche die Funktionsgleichung. Der Laster soll 2,50 breit und 3,50 hoch sein. Und ich suche jetzt so, das ist das Ziel, ein f von x ist gleich. Also wie soll ich den Tunnel bauen, damit er gerade noch reinpasst? Also der darf an den Ecken schon so ein bisschen anranteln, das hält er aus. Und jetzt geht's los. Das Interessante ist, ich kann das Koordinatensystem fehlt. Das kann ich hier bauen, wie ich will. Und ich fange jetzt hier mal an, dieses Koordinatensystem so reinzubauen. Ich setze den Nullpunkt an die Ecke. Und ich werde dann im zweiten Teil vom Video den Nullpunkt an eine andere Stelle hinsetzen. Also hier ist jetzt mein x und hier ist mein y. Und dann ist logischerweise hier 5. Ja. Und ich habe bei meinem f von x, also wenn ich weiß, es ist eine Parabel, dann weiß ich, nee, das ist da nicht ganz so richtig, so f von x ist ax² plus bx plus c. Aber so sollte man es nicht machen, weil ich kenne hier eine Nullstelle und hier eine Nullstelle. Und wenn ich die Nullstellen kenne, dann sollte ich wissen, dass ich eine Parabel so schreiben kann. A mal x minus erster Nullstelle mal x minus zweiter Nullstelle. Also nicht den Weg gehen. Der Weg geht schon, führt schon auch zum Ziel, ist aber umständlicher. Also die Nullstellen sind ja bei 0, 0 und 5, 0, immer XY, XY. Und dann setze ich das ein und dann weiß ich schon sehr viel. F von x ist a mal x minus 0 ist einfach x mal x minus 5. Okay, und was weiß ich noch? Das Ding da, das ist ein Punkt, P. Ja. Und wie komme ich zu dem Punkt hin? Ich habe ja hier 2,5. Ja, vielleicht rot ist schöner. Also hier ist 2,5, ist die Hälfte. Ja? Das Ganze ist 2,5, das heißt, das hier ist 1,25, das hier ist 1,25. Also wenn ich 1,25 rübergehe, 3 Meter hoch, komme ich zu diesem Punkt. Ja? 1,25, 3,5, nicht 3, sondern 3,5. Ja, das ist der x-Wert, der y-Wert und diesen Punkt setze ich ein in mein f von x. Ja, ich kann also das auch ein bisschen vielleicht anders hinschreiben, wenn ich das damit noch klarer, und zwar wenn ich hier schreibe, f Doppelpunkt y ist gleich und dann setze ich x und y ein und gesucht ist das a und dann habe ich es. Also y ist ja 3,5 gleich a mal 1,25 mal 1,25 minus 5. Das alles ausrechnen und dividieren. Ja, und dann kommt raus, so ein bisschen mehr Platz, genau. Also teilen durch die Zahl und dann kommt raus, a ist minus 56 75stel, also ungefähr minus 0,75. Das ist das exakte Ergebnis. Also eine nach unten geöffnete Parabel, das sehe ich an dem Minus. Das spricht dafür, dass ich mich nicht verrechnet habe. Und ja, nicht ganz die Normalparabel. Und das ist schon die Lösung. Also ich müsste jetzt für die Lösung, müsste jetzt vielleicht noch das ganze Ergebnis hinschreiben. F von x gleich minus 56 75stel mal x mal x minus 5 passt hier nicht so hin. Aber das ist die Lösung. Ja. Also die Parabel, fertig. Jetzt mache ich im zweiten Teil, lege ich mal den Nullpunkt woanders hin. So. So. Und zwar mache ich das mal so in die Mitte. Ich habe den dritten auch noch vorbereitet. So und so. Gut. X, Y. Jetzt habe ich wieder die Nullstellen, die sind jetzt anders. Also auch hier ist es das, geht mal Richtung Nullstellenform. F von x gleich a mal x minus x1 mal x minus x2. Und jetzt ist aber die Nullstelle, die machen wir so, hier bei 2,5 und bei minus 2,5. Das heißt, ich weiß, f von x ist a mal x minus 2,5, x plus 2,5. Und dieser Punkt hat auch andere Koordinaten. Und zwar 1,25 und hoch. Das ist zufällig sogar der gleiche. Also der Punkt hat die gleichen Koordinaten wie vorher die linke Ecke, aber das ist jetzt Zufall. Genau. Also ich habe hier so einen Punkt P bei 1,25 und 3,5 xy oben einsetzen, kommt das gleiche A raus. Die Form ist die gleiche.
Ja, aber dieser Teil ist ein bisschen anders, weil es so nach rechts und links verschoben ist. Noch einen Versuch. Ich habe hier, habe ich hier irgendwo noch einen? Da muss man noch einen geben. Da ist noch einer hier. Ich habe beim ersten Schritt überlegt, ob ich denn nicht noch eleganter sein könnte, das hier reinlegen könnte, also so da oben. Dann hätte ich nämlich eine nach unten geöffnete Parabel, ja, und halt, ja genau, x, y. Dann hätte ich schon mal ein f von x gleich ax. Das ist eine Parabel, die läuft hier durch den Nullpunkt. Und das ist ziemlich einfach, aber dann habe ich gesucht, also nach dem Punkt. Ja, und dann fehlt mir die Strecke. Ich habe mir gedacht, ich nehme die Höhe von der Parabel und ziehe die 3,50 ab, aber die Höhe kenne ich ja nicht. Das heißt, das ist das Schöne an den Aufgaben, man probiert so ein bisschen rum und dann merkt man, ja, so geht's nicht, muss ich es irgendwie anders machen. Was ich noch versuchen könnte, genau, das erkläre ich jetzt mal. Also wenn man das nicht sieht mit dem Elegant, also wenn man es, also jetzt, ich, also man muss schon hier so das irgendwie so durchlegen, genau. Aber wenn man die Funktion sieht als f von x gleich ax Quadrat plus bx plus c, dann habe ich dennoch relativ viele Punkte. Also ich habe ja hier diesen 0, die zwei Nullpunkte. Und dann muss ich halt hinschreiben, f von 0 ist 0. Also das ist dieser Punkt. Und wenn ich das einsetze, kriege ich gleich schon mal c gleich 0. Ich habe zwar hier drei Buchstaben, aber das eine habe ich dann schon. F von 5 ist auch 0. Und eben f von 1,25. 1,25 ist 3,5. Und ich habe in dem Fall zwei Buchstaben und zwei Gleichungen. Und das ist ein Gleichungssystem, eben zwei Buchstaben, zwei Gleichungen. Und es lässt sich lösen und es kommt zum gleichen a. Ja. Aber nicht so schnell und nicht so elegant. Deswegen sollte man gleich das mit der mit dem Ding sehen, also mit diesen Nullstellen. Ja, gut. Und jetzt zeige ich vielleicht nochmal die Lösung, die Lösung, die Lösung, die Lösung war dieses rote Dings da. Genau. Das war's.